Auf das Rettungsteam um Einsatzleiter Alexander Hedkamp wartet heute ein Fall, der einen tragischen Familienkonflikt zutage fördern wird. Leitstelle Köln. Hier ist Kleiber. Hallo, ich brauche dringend einen Krankenwagen. Was ist denn passiert? Worum geht's? Meine Nichte hat sich verbrannt. Die hat sich irgendwie verbrüht mit heißem Wasser. Aber sie ist wach und ansprechbar? Ja, aber sie hat solche Schmerzen. Sie will sich auch nicht von mir anfassen lassen. Bitte kommen Sie einfach nur schnell. Okay, wo genau sind Sie denn? In der Jakobstraße 42. Aber Sie müssen bei Leopold klingeln. Okay, alles klar. Bleiben Sie bitte vor Ort. Rettungskräfte sind auf dem Weg zu Ihnen. Ja, danke schön. Verbrennungen zählen zu den häufigsten Unfallursachen bei Kindern. Doch das scheint hier nicht das einzige Problem zu sein. Den Rettungskräften bietet sich eine verworrene Familiensituation. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich bin eben gekommen. Ich glaube, sie hat sich irgendwie beim Nudelkochen verbrüht oder so. Haben Sie das mitgekriegt, wie es passiert Nein, ist? Nein, ich bin auch leider erst später gekommen. Ach so. Wer sind Sie? Ich bin Ihre Mutter. Bitte? Ich bin Ihre Mutter. Das ist meine Schwester. Das ist meine Sie sind gar nicht die Mutter. Nein, ich bin die Schwester. Sie ist halt ein bisschen kaputt und abgeschlafft im Moment. Also Sie sind die Mutter von ihr jetzt, ja? Ja, wovon ist sie denn so Kleinen hier. Gut. Wovon ist sie denn so kaputt und abgeschlafft? Ja, ich denke, es ist gerade ein bisschen viel alles. Jetzt mit dem zweiten Baby, die ist alleine, der Mann ist den ganzen Tag arbeiten. Okay. Ne, es ist einfach gerade ein bisschen viel. Ja. Und sagen wir uns mal, erstmal, wie alt ist sie? 12. Wie schwer? Wie schwer ungefähr? Ja. Okay, alles gut. Im Laufe unserer Behandlung hatte ich den Eindruck, dass irgendwas mit der Mutter nicht stimmt. Sie klang sehr eingeschüchtert, sehr gehemmt, zusammengekaut auf der Couch. Hat sich auch gar nicht so richtig um die Behandlung der Tochter und um die anderen Leute dort gekümmert. Es war schon ein sehr komischer Eindruck. Kannst du uns denn was dazu sagen, wie das genau passiert ist? Ich meine, du warst ja dabei. Ich habe gemerkt, dass es halt nicht kocht. Dann wollte ich das halt mit Wasser abgießen. Und dann bin ich über meinen kleinen Bruder gestolpert. Ach, du bist auch noch über deinen Bruder? Nein. Geht's dem Kind denn gut? Wie jetzt? Warum sagst du denn nichts? Na, kleiner Mann. Warum sagst du denn nichts? Ich wundere mich schon, der ist die ganze Zeit so ruhig. Ach, er ist ein bisschen ruhig, ne? Ja, dafür, natürlich. Dass es jetzt hier so zur Sache geht. Guck mal, der Onkel Doktor ist da. Na du? Ja, guck mal. Darf man dein Händchen? Guck mal hier. Ja. Guck mal da. Das ist ein Handschuh. Ja, geht aber. So, okay. Ja. Oh. Das. Ja, wenn das ist aber ruhig ist, vielleicht durch den Schock auch, ne? Ich meine, Sie sind ja die Mutter, ne? So richtig, oder? Ja. Wie ist Ihr Sohn? Ist das normal bei Ihnen? Wie sind Sie jetzt so? Der ist eigentlich ein bisschen fitter, ne? Ja. Also, dann brauchen wir einen Kinderärztin. Ja, bestellst du einen? Ja. Okay. Die Situation, die wir heute vorgefunden haben, war ein bisschen atypisch. Normalerweise, wenn man zu so einem Einsatzort gerufen wird und wo sich ein Kind verletzt hat, ist die Mutter eigentlich die erste Person, die sehr aufgewühlt ist, die man sogar noch beruhigen muss. Und in diesem Fall ist es einfach so gewesen, dass die Frau ziemlich abwesend gewesen ist. Ich glaube, die ganze Situation auch nicht ganz begriffen hat und total geistig abwesend und leicht depressiven Eindruck gemacht hat. Daniela, geht's? Also ich habe auch versucht, sie zu versorgen eben mit Kompressen, aber sie wollte mich da einfach auch nicht dran lassen, weil sie so Schmerzen hatte. Ja, das tut ja auch gut weh. Ja, also du kriegst jetzt ein bisschen was gegen die Schmerzen. Ich konnte leider gar nichts machen. Genau, am besten immer nur kühlen bis zu unserem Eintreffen. Ja, aber selbst das wollte sie nicht. Sie wollte da gar nichts dran haben. Ne? So, dann müsste gleich besser gehen, okay? Lass mal gucken. Ja, ganz so. Ja, Franco, hat er gesagt, wenn der da ist, der... Eintreffzeit, circa in 3 Minuten. Ja, dann guck mal, dass ihr den da... könnten Sie vielleicht, oder ich weiß nicht, ob die Mutter... Nee, ich fahr schon mit. Sie fahren mit. Ich brauche halt auf jeden Fall gleich auch eine Erziehungsberechtigte für Sie, weil sie auch minderjährig ist. Ja, ihr kommt gleich nach ins Krankenhaus, dann fahre ich mit Paul. RTWs. Ja, wir müssen mit Paul auch mal ins Krankenhaus. Ich bringe jetzt mal runter, ne? Ja, mach dir keine Sorgen, wir treffen uns gleich. Wir bleiben noch mal mit dir. Wir kommen gleich auch noch. Wo steht die? Hier vorne. Ach da, ja, okay. Wir kommen jetzt runter. So, ist ein bisschen besser geworden, ne? Ja. Wie ist das denn mit dem Laufen? Kannst du laufen oder wie sind die Schmerzen? Weil sonst würden wir dich versuchen, so irgendwie runterzukriegen. Ja, laufen geht. Okay. Das kann man dann gleich hinterher oder wie ist der Plan? Ja, also würde ich sagen. Was sollen wir das schon machen? Ja, wenn sie das kann, ich würde wohl gern haben, dass irgendjemand sie auf jeden Fall stützt. Ja, wir sind da. Wir nehmen das Ampullario mit runter, ne? Rucksack auch, ne? Genau. Das ist am besten. Kommst du im Moment alleine klar? Ja. Ja? Aber kann gleich auch mit. So. Du stützt sie wegen der Vivo? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Die Mama kommt gleich her, ne? Nee, sie sehen auch ein bisschen verschlafen aus. Haben Sie das denn auch nicht mitgekriegt hier, wie das... Nein,
passiert ist? Ich habe mich hingelegt, um Mittagsschlaf zu machen. Und dann hat Daniela geschrien und der Kleine hat angefangen zu weinen. Und dann bin ich wach geworden und hergekommen. Aber wie ich das mitgekriegt habe, war doch die ihre ältere Tochter, die da war, die war ja gerade erst 12, richtig? Mhm. Ja, ich meine, da muss sie ja schon in so einem Alter ziemlich viel Verantwortung tragen, ne? Wenn sie da kochen muss und noch auf ihr Kind, auf ihr noch jüngeres Kind aufpassen muss. Sie ist sehr selbstständig. Also es ist. Ja, aber denken Sie, dass das denn so die richtige Lösung ist? Ich meine, ne? Es hätte ja noch, ne, es ist schon was Schlimmes passiert, aber es hätte ja noch was Schlimmeres passieren können. Ne? Da müssen Sie vielleicht in Zukunft noch mal gucken, dass da jemand ein Auge drauf hat, ja? Es ist ja nicht so, dass jeden Tag sowas hier passiert. Ich koche ja auch. Es war ja heute. Ja. Und das ist hier alles auch noch vom Mittagessen ist das ja nicht mehr, oder? Das ist vom Frühstück. Vom Frühstück. Also haben Sie jetzt noch vom zwischen Frühstück und Mittagsschlaf auch noch mal zwischen Mittag auch noch mal geschlafen und okay. Gut, ich meine, hier liegen ja auch noch Messer rum, nicht, dass sie jetzt scharf sind, aber da besteht ja trotzdem auch noch Verletzungsgefahr, gerade mit so einem Kind, was noch am Rumkrabbeln ist. Ja, aber meine Tochter hat doch aufgepasst auf den Kleinen, was die Messer, also... Sie wirken so ein bisschen aschfahl und ja, so ein bisschen so schlapp. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente oder sonst irgendwas? Nur gegen Kopfschmerzen. Ich habe in letzter Zeit so häufig Kopfschmerzen und diese Müdigkeit. Ich bin einfach nur ein bisschen fertig. Es ist nichts. Ich nehme keine Medikamente. Ja. Also ich muss sie sowieso mitnehmen. Ihr Kind ist jetzt verletzt, also nicht, dass ich sie... Aber meine Schwester ist doch mitgefahren. Ja gut, aber für ihr anderes Kind, das Kind, was schwer verletzt ist, was sich verbrüht hat, das Kind, was Schmerzen hat. Ihre Tochter. Ihre Tochter, ja. Da brauche ich einen Erziehungsberechtigten, jemand, der Verantwortung trägt und der jetzt mitkommt. Okay. Ja? Da würde ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht noch mal ein paar Schuhe anziehen, ein bisschen, ne, weil mit... Ausschlappen geht es nun mal nicht. Nach dem eindringlichen Gespräch mit der Mutter hatte ich das Gefühl, dass nicht wirklich etwas angekommen ist bei ihr. Ich musste sie auch mehrfach auffordern, sich vielleicht mal Schuhe anzuziehen, dass wir mal weiter können. Weil schließlich ist ja auch ihr verletztes Kind in dem Rettungswagen und muss medizinisch versorgt werden. Und irgendwie hat meiner Meinung nach diese Frau das nicht ganz begriffen. Das Verhalten der Mutter gibt den Rettungskräften Anlass zur Sorge. Sie hat ihre elterliche Sorgfaltspflicht verletzt und dadurch die Gesundheit ihrer Tochter gefährdet. In der Klinik ist schon alles für den Notfall vorbereitet. Nils Meyer nimmt die Kollegen in Empfang. Hi. Hi. Also das ist die Schwester von dem Kleinen. Ja. Okay. Sie hat eine Kopfplatzwunde. Sie ist beim Nudelkochen hingefallen über, das hast du wahrscheinlich schon mitgekriegt, über ihren Bruder gefallen. Tante hatte das erzählt. Genau, und sie hat sich halt die Unterarme bis Hände verbrüht. Sag mal kurz her. Als Daniela in die Notfallambulanz eingeliefert wurde, hat mir der Notarzt gesagt, dass er ihr Schmerzmedikamente gegeben hat. Gerade oberflächliche Verbrennungen tun extrem weh. Man hat auf der Oberfläche der Haut Nervenfasern, die Schmerzen direkt ins Gehirn transportieren können. Die Medikation, zu der er sich entschieden hat, hat bei ihr leichte Wesensveränderungen gemacht. Sie wirkte auf mich apathisch, sehr verschüchtert. Das kann daran liegen, dass die ganze Situation für sie sehr, sehr stressig gewesen ist. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, sie in dem Schockraum zu untersuchen. Hi, ich habe mich vorhin schon um Ihren Paul gekümmert. Ich habe auch gerade mit den Pädiatern gesprochen. Der wird jetzt nur zur Überwachung, damit wir einmal sicher gehen, dass wirklich nichts ist, für 24 Stunden aufgenommen auf die Station. Ich schicke ihn gleich mit dem Pfleger hoch, aber Sie können ihn später noch mal sehen. Ja, also die Pädiater wissen Bescheid. Es ist nur eine Routinemaßnahme. Ja. Soweit alles gut. Der wurde geröntgt, der wurde mit dem Ultraschall untersucht, um auf Nummer sicher zu gehen, ja, dass da alles in Ordnung ist. Was mir direkt aufgefallen ist, war, wie seltsam sich die Mutter um die Kinder gekümmert hatte. Sie hatte gar nicht den Bezug zu beiden gesucht. Daniela lag wirklich mit schmerzverzogenem Gesicht auf der Liege. Der kleine Paul, die Mutter wusste ja gar nicht, was mit ihm war, auf dem Weg auf die Säuglingsstation. Und irgendwie hat sie gar nicht Anstalten gemacht, zu erfahren, was überhaupt jetzt hier mit ihren Kindern passiert. Das war für mich so seltsam und ich war froh, dass der Notarzt das Gleiche schon zu Hause bemerkt hatte, weil wir uns vor der Tür unter vier Augen darüber unterhalten hatten, ob das so, wie sich die Mutter uns gegenüber präsentiert hatte, normal ist. Das ist ja komisch. Deswegen ist das, ich versuch mal da irgendwie mich, das wäre das Beste, auf eine emotionale Ebene mit der anzufreunden. Vielleicht redet ihr ja mit mir ein bisschen. Ja, tu das mal.
wäre mir jetzt schon wichtig, weil irgendwie gefällt mir das auch nicht so ganz. Ja. Ich gehe jetzt noch nach vorne, mache noch die Papiere fertig, okay. Wenn irgendwas ist. Dann rufe ich an. Alles klar, gut. Danke. Bis dahin, ja. Ciao. So. Und wie sieht's aus? Na gut, das ist oberflächlich. Ja, ja, er ist erstgradig verbrannt. Genau. Ne? Mach dir keine Sorgen, das ist so oberflächlich, da wirst du keine Narbe von zurückbehalten. Ja? Mittlerweile ist auch der Ehemann in der Klinik am Südring eingetroffen. Der ist auf seine Frau jedoch gar nicht gut zu sprechen. Hast du es endlich geschafft? Thomas, hast du es endlich, halt bist du so weit gekommen, dass jetzt die beiden Kinder im Krankenhaus sind? Thomas, meine Güte! Halt dich mal bitte zurück. Warte doch mal. Sind Sie der Vater? Ja. Sie liegt nur zu Hause, macht nichts, der ganze Haushalt verkommt. Sie kümmert sich nicht um die Kinder, liegt auf der Couch und jetzt kommt ihr das am Arm. Kommen Sie mal ein bisschen zur Ruhe, ja? Bitte. Man bekommt in solchen Streitgesprächen häufig mit, wie die familiäre Situation zu Hause ist. Und das Konfliktpotenzial, das ich hier in der Notfallambulanz ausgeladen hatte, weil es sich so aufgestaut hatte, hat gezeigt, dass Herr Leopold das Gefühl hat, dass seine Frau sich nicht um den Haushalt kümmert. Aber auch, dass sie sich alleine zu Hause fühlt. Und das, was natürlich am spannendsten für uns ist, jeder hat es mitbekommen, dass die familiäre Situation zu Hause nicht korrekt läuft. Aber keiner hat irgendwas versucht, dagegen zu unternehmen. Ich würde mich gerne, wenn das für Sie in Ordnung ist, noch mal unter vier Augen mit Ihnen unterhalten. Ja? Okay. Sie können gleich zu Ihrer Tochter dann auch auf die Station kommen. Aber die Schwester macht jetzt die ganzen Aufnahmegespräche da. Aber es wäre mir echt ganz recht, wenn wir uns kurz unterhalten. Ja, ist das okay? Mhm. Haben Sie einen kurzen Moment Zeit? Mhm. Danke. Aus der Vorsituation, den Gesprächen mit der Tante, mit der Tochter, auch mit dem Ehemann, habe ich mitbekommen, dass bei Frau Leopold eventuell eine Depression vorliegt. Wie lange die besteht, müssen wir hier im Klinik-Setting erfragen. Ob es nur eine depressive Episode ist oder wirklich eine manifeste Depression. Wäre es für Sie okay, wenn wir einfach mal Hormone von Ihnen im Blut untersuchen würden? Dass wir einfach mal... Ich möchte ja wirklich für meine Kinder da sein. Ich bin ja nicht mit Absicht so. Ja, ja, natürlich. Das merke ich. Also so wie Sie auf mich wirken, ist Ihnen schon ganz klar, dass da irgendwas im Körper ist, was nicht so ist, wie Sie es gewohnt waren. Ja, und das müssen wir untersuchen. Mein Mann fragt auch immer, was mit mir los ist. Aber in Umständen zu Hause ist ja alles gleich. Hm. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen ein paar Tests. Das heißt, ich sage der Schwester gleich, dass sie bei Ihnen mal Blut abnimmt, dann... Ich überlege mal, was für Werte für mich wichtig wären von der Hormonachse. Mhm. Dann bestimme ich das im Labor und dann haben wir zumindest mal was, wo wir anfangen zu suchen. Ja? Okay. Weil vielleicht lässt sich das ja ganz leicht erklären. Okay. Ja? Und dann gehen wir mal zu Ihrer Tochter auf die Station. Ist das okay? Okay? Bei einer Depression muss man immer unterscheiden zwischen einer organischen Depression und einer psychischen Depression. Bei einer organischen Depression finden wir etwas, das wir behandeln können, weshalb wir auch die Blutabnahme bei Frau Leopold gemacht haben. Und im Labor haben wir tatsächlich Tendenzen gesehen, die erklären können, warum sie sich so fühlt, wie sie sich fühlt. Sie haben einen starken Eisenmangel. Das Schöne ist, wir haben tatsächlich was gefunden, was die Symptome erklären kann. Das heißt nicht, dass das Einzige ist, was zu Ihrem Beschwerdebild führt. Aber da ist zumindest eine Stellschraube, an der wir schon mal drehen können. Es kann natürlich auch was anderes sein, aber das wäre was, das tatsächlich das erklären könnte, wie Sie sich fühlen. Falls die organische Depression, so wie wir sie zurzeit diagnostiziert haben, nicht ausreichend erklärt, warum diese Depressionssymptomatik auftritt, müssen wir natürlich unsere Diagnostik und die Therapie erweitern. Die zweifache Mutter hat Präparate gegen Eisenmangel erhalten und war nach wenigen Wochen wieder fit. Auch ihre Depression hat sie dadurch in den Griff bekommen. Der Ehemann hat sein Arbeitspensum reduziert, um im Haushalt mitzuhelfen. Auch den beiden Kindern geht es mittlerweile wieder gut.